Servus Leute, ja, willkommen zu den ersten Neuzugängen aus dem Jahr 2017, dem Januar. Und ihr müsst entschuldigen, ich bin ein bisschen erkältet und heiser wie Sau. Deswegen ist meine Stimme ein bisschen am Arsch. Nichtsdestotrotz will ich euch Lockwood & Co., das flammende Phantom von Jonathan Stroud, vorstellen. Das ist das erste Buch, das ich im Januar dazu bekommen habe. Ich lese euch mal kurz den Buchrücken hier vor. Was kann das sein, flüsterte ich. Lockwood hielt den Blick auf die Wolke gerichtet, die der Schatten hinter sich herzog. Er deutete stumm mit dem Kinn darauf und fasste, ohne mich dabei anzusehen, nach meiner Hand. Ich folgte seinem Blick, meine Lippen öffneten sich, mein Mund war wie ausgittert, denn die Gestalt, die den Friedhof überquerte, war nicht mehr alleine. Andere Gestalten erhoben sich in ihrem Gefolge aus der unkrautüberwucherten Erde. Sie verharrten neben Kreuzen und steinernen Engelsfiguren, schwebten über umgekippten Grabsteinen, von ihren ausgemerkelten Gliedmaßen hingen noch die Leichentücher herab, und man konnte auf einen Blick Wabre, Wiedergänge, Irrlichter und Eggensteher unterscheiden. Und zwar gleich dutzendweise. Es war eine Zusammenkunft der Toten. Ja, hört sich schon wieder gruselig an und ich hoffe, der Cliffhanger aus dem letzten Teil wird aufgeklärt. Ich glaube schon. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Ich habe auch schon ein ganz kleines bisschen reingelesen. Ich bin aber dann irgendwie leider ein bisschen außer Tritt geraten. Ich habe mir nämlich dummerweise mein Knie verdreht und habe dazu zurzeit ziemlich heftige Schmerzen beim Laufen und überhaupt. Und ich kann mich irgendwie sehr, sehr schlecht aufs Lesen konzentrieren. Jetzt bin ich auch noch erkältet im Dach. Ja, so ist es halt. Was will man machen? Ja, dann habe ich von Heiko Griesbach wieder mal so einen kleinen Hexeninternat Roman mir angeschafft. 4 Jahre danach. Ja, scheinbar wird hier erzählt, was eben 4 Jahre nach den Begebenheiten aus dem letzten Teil so passiert ist. Und ich lese euch das auch mal ganz kurz vor. Nach ihrer gemeinsamen Zeit im Hexeninternat sind Tanja und ihr ehemaligen Freunde in alle Richtungen verstreut. Inzwischen ist sie mit Alex verheiratet. Sie leben in einem großen Haus in Potsdam und arbeiten für die WWWF, die weltweite Hexenorganisation. Zu ihren ehemaligen Freunden haben sie kaum noch Kontakt, aber das ändert sich schnell, als sie dringend ins Internat kommen sollen. Mysteriöse Todesfälle unter Hexen und Hexern mehren sich. Eine große Gefahr bedroht ihr Leben und nur die magieabwehrende Kuppel über dem Internatsgelände kann ihnen und ihren Freunden Schutz bieten. Ja, ich bin gespannt. Ist leider wieder nur 160, ein bisschen über 160 Seiten stark, aber man hat sich langsam dran gewöhnt. Kostet leider immer noch zu viel, meiner Meinung nach, die 6 Euro für so ein kleines Teil. Aber bisher waren die immer ganz toll und recht unterhaltend. Also ich denke, da wird sich nicht viel dran geändert haben.
Tja, und weil ich im Januar eine ganz bestimmte Trilogie gelesen habe, habe ich euch die beiden Bücher hier noch zu zeigen. Und zwar ist das der zweite Teil von Die letzten Menschen, also die Trilogie heißt so, Limbus, The Last Humans. Ne? Groß will ich euch das jetzt gar nicht vorlesen, was hier drin steht und was hier hinten steht. Das ist, wie beschreibe ich das am besten? Es ist eine, die ganze Trilogie eben, ist eine dystopische Science-Fiction. Und das ist hier der dritte Teil, Paradise oder Paradies. Wie beschreibt man das? Es ist geile Science-Fiction, das ist viel auch eben Dystopie. Es ist sehr fantastisch, also diese Welt um eben Oasis, wie der erste Teil heißt, also ne? Es ist sehr fantastisch und es ist krasser, ehrlich gesagt, als ich mir es am Anfang beim ersten Teil vorgestellt habe. Man wird da in eine unglaubliche, fantastische Welt geführt, eben bis ins Paradies. Und was das zu bedeuten hat, da müsst ihr es dann schon genau lesen. Auf jeden Fall, das sind meine vier Neuzugänge aus dem Januar. Und ja, mehr sind es nicht geworden, aber das ist schon mal wieder ein guter Anfang für dieses Jahr. In diesem Sinne, lest mal wieder was. Ciao.